Kapitel 10. Ich weiß jetzt, wer der Mann mit der Maske ist. Die Wahrheit offenbart sich mir, als er mir erneut zu Hilfe kam. Es ist mein Vater. Als der Detektiv starb, verwandelte er sich in ein eisiges Phantom und brachte mich an den Rand des Todes. Die Kälte versenkte mir die Hände und das Gesicht. Eiszapfen bahnten sich einen Weg zu meinem Herzen. Doch mein Vater, sein Antlitz hinter Maske und Zylinder verborgen, rettete mich erneut in letzter Sekunde. Einem Geist gleich taucht er auf und verschwindet wieder. Heißt das, er weilt wie die anderen nicht mehr unter den Lebenden? Und versucht er jetzt, mich vom Jenseits aus zu beschützen? Ich hätte ihn schon eher erkennen müssen. Seine Kleidung, sein Zylinder. Er war der Fluch meines Daseins. Als er noch lebte, warum ist er jetzt also auf meiner Seite? Je mehr ich entdeckte, desto weniger verstehe ich. The man in the mask. It's him. My father. Why is he protecting me? What is he trying to tell me? Anschauen. Hier fand Gilman also den Tod. Es ist ihm nie gelungen, Maria zu treffen. Welche Beweise sie auch hatte, er bekam sie nie zu Gesicht. Walter Gilman. Er hat sich in der Mine verirrt und ist verstorben, bevor er mit Maria reden konnte. Wenn sie im Sumpf lebt, kann ich ihr einen Besuch abstatten? Er ist nicht weit von hier. Es ist jemand hier. Jemand ist mir in die Mine gefolgt. Hoffentlich kann ich ihn abschütteln. Diese Mine gleicht einem Labyrinth. Man kann hier leicht die Orientierung verlieren. Sobald ich herausfinde, werde ich Maria besuchen. Sie sagte mir, dass sie in einer Hütte am Flussufer unweit des Sumpfes lebt. What secret of the hides? What did we hide? It creeped out at night. But what? And where? I don't get it. What does it have to do with the missing people and the accident? I must talk to that woman. Especially since the detective couldn't write down her testimony. It's been 10 years. I hope she's still alive. Okay. Ja, das Vorlesen muss ich üben, ne? Weil ich will meinem Sohn ja immer Geschichten vorlesen. Das fördert die Sprachbegabung. Ich versuche ihm jetzt schon immer Sachen vorzulesen. Letztens habe ich ihm was vorgelesen über koreanische Kultur und koreanischem Aberglaube. Der hört mir interessanterweise sehr gerne zu, der Kleine. Und meine gute Nachtlieder mag er auch. Okay, da ist irgendwas im Wasser. Besser bleibe ich weg. Ah! Irgendjemand hat in Sumpf gekackt. It's happening again. I can hear someone who's not here. It must be the woman who wrote to the detective, Maria. Maria! Welcher Charakter hat immer gerufen? Maria! Wer war denn das? Aus einem Spiel, das Deckungsshooter revolutioniert hat.
Muskelbepackte Männer. Na, jetzt habe ich es zu leicht gemacht. It looks like there's something in the water. Was ist übersehen? Wo habe ich denn was übersehen? I should stay away. Ich finde es sehr gut, auch so hier. Da haben wir so viel von, das ist egal. Ein Buch vor der Tür. Wo ist denn hier ein Buch? Ich habe in der Hose für das ist kein Buch, das ist eine Schatulle. Jo, wir haben 150 Streichhölzer. Ich glaube, wir wissen es. Wir haben ausgedient, was Streichhölzer angeht. Die brauchen wir nicht. Timmy! Dankeschön. Oh Gott. Oh, ich lebe noch. Ich dachte, ich wäre tot. I'm only safe on land. Der gute Dorm aus Gears of War. Dorm sollte Rocky Maria schreien. Oh nein! Run, boy! Oh Gott, das war super tight. He's distracted. Steine, yay! Run! Oh nein. Das wird eng. Ja, es war Gears of War. Was denn auch sonst? Oh, 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 geh da rein, geh da durch. Uiuiui. Ja, Rocky hat garantiert nicht nach Maria gerufen, das kann ich euch garantieren. Alter! Da war die Statue von Madison. Spooky! Blub, 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 blub. Da ist mir was geschlabbert. Geschlabberdingstart. Da ist jemand wütend. Flop. Boah, der war gut. Huh. Feises, guten Abend. Guten Abend, mein Freund. Rodebringer meinte, ey, das Spiel ist voll kurz. Ist voll kurz, Kies. Ballerst du jetzt easy noch durch in 10 Minuten. Hat er wieder gelugert. Ey, Texte vorlesen gehören dazu. Okay, soll ich aufhören, Texte vorzulesen, Chat?
wollte lieber ohne Texte. Rotebringer wünscht sich anscheinend ohne Texte. Er will haben, dass es ein Speedrun wird. Eieieiei, Nomi Gusta! Wow, Gott, was zum... Was war denn das jetzt? Ohne die Texte würdet ihr doch gar nicht verstehen, um was es hier geht. Wieder ein Steinchen. Oh nein, das ist so... Run. Und jetzt bin ich hier in diesen... Ah. Oi, wenn ich da runterfalle, ist Game Over. Uff. Was sind das für Dinger? Jetzt mal ganz im Ernst. Was soll das sein? Sumpfschlangen? Eieiei, nix ist gut. Au, na geil. Jetzt wissen wir, was es ist. Deswegen bin ich gestorben. Es sind Sumpfbabuschkas. Es sind Sumpfbabuschkas, okay? Mal hier rüber. Schwupps. Zack. Okay, das da vorne kracht ein. Und wo gehe ich dann hin? Da drüben hin. Jump. Oh. Es sind wütende Sumpf-Babuschkas, mit denen wir es hier zu tun haben. Okay. I can't go any further. The mechanism raising the bridge must be somewhere close. Es fehlt eine Kurbel. Körbel, aber wo ist die Körbel? Ah. Nee. Okay, hier geht's nochmal nach unten. Will ich nach unten? Ich muss nach unten. Na, Kacke! Hab die Körbel gefunden. Now I can lower the bridge. Boah. Drecksviecher. So. Swamp Hole nennen die Amis das. Oh, look at this. It's a Swamp Hole. Herrgott, jetzt dreh das doch. Danke. Bahne dir einen Weg durch den Sumpf zu Marias Haus. Maria!
Was wird Maria wohl für finstere Geheimnisse offenbaren? Wir werden es hoffentlich bald erfahren. What? Bossfight Boot? Bossboot? Yo, Bossboot! Ist sie gerade eben voll gegen das Tor geklatscht, die Alte? Unangenehm. Oh no! Das war mies. Eieieiei, hier lang. Kacke! Oh, da vorne ist eine Leiche. Die bleibt aber tot, oder? Uff. Uff, we did it, boys and girls. We did it. So, ich tank nochmal hier ein bisschen auf. Voll reingeschlabbert in die Oma. Immer schön rein in die Mutti, wie ich so schön sag. Immer schön rein in die Olga. Olgana Maslochow. Die russische Eiskunstläuferin. What the fuck ist das denn hier für ein Milchmännchen? Der Milchklausi. Lord, save me from the fiend that keeps roaming the woods. I know who he is. I saw him unmasked. Ja, so wie zweiter Monat. Du zweiter Monat? Ich sehe hier nichts, dass du zweiter Monat bist, mein Freund. Ich meine, die Alte klingt aber auch schon wie so eine Psychopathin, ne? Oh, Kakao. Jetzt bin ich auf einmal auf dem Sumpffriedhof. Ich muss sagen, das Spiel ist echt unglaublich facettenreich. Also wenn die so gesprochen hat, ne? Kein Wunder, dass der Sheriff gesagt hat, yo, du bist verrückt. Yo, Alte, nee. Da wären wir. Das Sumpfhaus. No one has lived here for years. The woman claims she knew our family's dark secret. I have no idea what the hell she meant, but maybe there's something left. Some records. Anything. I'll search the place while I'm here. Jetzt sieht man's. Was ist die Abonnentenzahl? Ich kann die hier in meinem Fenster gar nicht sehen. Wie viele Subs haben wir im Moment? Ich kann's nicht erkennen. Ich kann's echt nicht lesen. Boah, Alter, wir entwickeln uns echt von Stream zu Stream zurück. Dritte Notiz der Frau im Sumpf. Ich bin langsam ganz durcheinander. Hat mein Großvater Maria wirklich etwas angetan? Ist das der Grund, warum sie so schlecht auf unsere Familie zu sprechen war? Sie sagte, dass sie alles erzählen würde. Dankeschön, Bandplayer 5 für 4 Monate. Doch hat bis jetzt noch keinen handfesten Beweis vorgelegt. Hat sie wirklich gesehen, wie mein Vater jemanden umgebracht hat, oder hat sie sich alles nur ausgedacht, um meinen Vater zu ruinieren? Es gibt immer noch so vieles, dass ich nicht weiß. Ha!
Der Tag der Heights. Die Tage der Heights sind gezählt. Krabbelboss, dankeschön. Sie werden es noch bereuen, dass Sie zu knausrig waren, um mir meine paar lumpigen Dollar zu zahlen, als mein Mann das Zeitliche gesegnet hat. Und ich hab's ja nicht einmal. Ich hab ja nicht einmal viel Geld verlangt. Ich bin ja eine einfache und bescheidene Frau. Ich habe keinen Penny gesehen, obwohl die Familie schon seit langer Zeit tief in meiner Schuld steht. Seit damals, als dieser alte Drecksack, der Vater des alten Hate, mich so hart geschlagen hat, dass ich eine Fehlgeburt erlitt. Wow. Heute kommt der Detektiv vorbei und ich werde ihm ein schönes Liedchen trällern. Er spürt auch, dass die Heights eine hinterhältige Sippe sind. Und ich werde ihm den Beweis dafür liefern. Ich danke dir, o Herr. Okay, das ist ganz schön mies. Mein Vater war schon ein ziemlich harter Hund. Ganz schöner Bastard, aber naja. You! How dare you come here! Go away! In the name of Christ, be gone, Satan! What? What? Ist sie noch am Leben und einfach nur ungewaschen oder? Finde alle Notizen. I should look for some kind of written record. Maria might have left notes about the events from the past. I just need to make sure she doesn't see me. Was? Oh nein, schleichen. Zweite Notiz der Frau im Sumpf. Mein Vater hat dieser armen Frau nicht nur keinerlei Entschädigung zukommen lassen, er hat auch noch Norton dazu angestiftet, sie zu schikanieren. Kein Wunder, dass wir in dieser Gegend mehr Feinde als Freunde und Nachbarn hatten. Er hat mir keinen Penny gegeben, dieser elende Geizhals. Und hat mir dann auch noch diesen Richter auf den Hals gehetzt. Der kam hierher und sagte mir, wenn ich nicht aufhören würde, sie zu belästigen, würde ich mein blaues Wunder erleben. Was soll ich nur tun? Der alte Säufer, mein Mann, möge er niemals in Frieden ruhen. Er hatte einen Vertrag unterschrieben, in dem er jeden Anspruch auf Schadensersatz abgetreten hat. Wahrscheinlich für ein paar Flaschen Schnaps, wie ich ihn kenne. Wenn Sie mir Angst einjagen wollen, sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Ich habe dem Richter gesagt, dass ich alles weiß, dass die Explosion in der Mine ein kaltblütiger Mord war und dass die Hates nie aufhören, Intrigen zu spinnen und andere Leute zu betrügen. Ich werde nie vergessen, was Jacobs Vater mir angetan hat und verstehe jetzt, dass Jacob noch tausendmal schlimmer ist als er. Der Richter hat mich nur ausgelacht, doch so einfach kommt ihr mir nicht davon. Mrs. White, dankeschön für die Bits. Dankeschön für die 100 Bits. Oh, wir haben ja einen Hype-Train. Sieh jetzt aus. Okay, die ist irgendwo da unten unterwegs. Solange die doch hier ist. Ja, Oma. Ja. Oh. Ich meine, das mit der Fehlgeburt ist schon mies. Das ist schon mies. Die ist jetzt hier. Erste Fassung von Marias Brief an den Detective. Was? Mein Vater hat mehr als einen Sohn? Was für ein Unfug. Ich hätte doch wohl bemerkt, wenn ich einen Bruder gehabt hätte, der unter demselben Dach wohnt. Vielleicht war die alte Frau auch nur verrückt. Es fällt mir auch schwer, ihrer Argumentationskette zu folgen. Das Geheimnis der Familie Hyde. Eine Bestie, die Menschen anfällt und sie an einem geheimen Ort verschleppt? Ein weiterer Sohn, der hinter Schloss und Riegel gehalten wird? Was ist das für eine Bestie, von der sie redet? Hatte das alte Weib vollkommen den Verstand verloren? Oder streifen damals wirklich irgendetwas Bestialisches durch die Wälder? Eine Bestie, okay. Also die Alte hat auf jeden Fall den Verstand verloren. Malta. Alex. Dankeschön. Für 2 Monate.
If your eye causes you to sin, gouge it. Damn, the door's locked. I can't lockpick it. No, sie hat den Schlüssel. Maybe if I'm careful enough. Ach, Malta Ehl von Diablo. Mit einer X22. Okay, Malta Ehl. Ja gut, den kenne ich auch. Den kenne ich auch, den Malta Ehl, den alten. Gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Mögen diese verdammten Hates in der Hölle schmoren. Was für eine niederträchtige Familie. Heilige Mutter Gottes, nur du kannst mein Leid verstehen. Ich wollte immer eine gute Person sein, die niemanden ein Leid wünscht, aber ich bin nicht barmherzig genug, um diesen Hurensöhnen auch noch die andere Wange hinzuhalten. Nach der Explosion in der Mine, bei der mein Mann, der Trunkenbold, verschüttet wurde, habe ich nur nach einer klitzekleinen Entschädigung gefragt. Was habe ich bekommen? Nichts. Ich wusste nicht, dass sich mein Vater weigerte, nach dem Unfall Schadensersatz auszuzahlen. Wir waren keine Millionäre. Es war ja keine Goldmine, aber ich denke, dass wir in der Lage gewesen wären, den Familien der Opfer zu helfen. Tja. This must be the last note. Time to leave. This isn't just an abandoned house. Something terrible has happened here. I can feel it. The evil here is palpable. That woman has been dead for a long time. And she won't rest until she kills me. I must get out of here as fast as I can. No shit, Sherlock. No shit. Oh, haben wir schon lange nicht mehr, ne? Die Mechanik habe ich schon wieder komplett vergessen. Ach nö. Perfektes Timing. Perfektes... Oh, Mother F Timing. Ja, was soll ich hier machen? Kann ja auch nirgends wohin. You thought I wouldn't know that I'm just a blind old witch and no one would believe me. Ich wollte die Kill-Animation sehen. Ja, korrekt. Dear Lord, I know that their mercy is divine. Dear Lord, you can take me into your wing. Dear Lord, I pray to thee, give me salvation. Give me salvation. Okay, ich muss zu ihr hin und ihr den Schlüssel aus der Hosentasche mopsen, oder wie? Ich trau mich nicht. Take their souls and may they burn in hell. May they burn in hell, Lord. Lord, take their souls. Ich trau mich voll nicht. Ja, die ist voll schnell. Eigentlich ist das eine gute Stelle. Weil ich einfach hier in der Ecke sich hinstellen und warten, bis sie da wieder steht. Wie die redet. Einfach nur gut. Ich mag die Alte. Die ist nett. Oh, guck mal hier. Maria war eine Fanatikerin. Wenn ich daran denke, was unsere Familie zugestoßen ist, frage ich mich, ob sie in ihren Gebeten nicht Gott, sondern den Teufel selbst angefleht hat, uns zu bestrafen. Wiegt euch nicht in falscher Sicherheit. Gott wird euch strafen. Ihr seid nichts als mieser Abschaum, doppelzüngige Schweinehunde, Verräter, Gauner, Geizhälse. Gott wird euch strafen. Und möge der Richter gemeinsam mit den Hates tot umfallen. Möge ihr ganze verfluchte Familie siebenfach Vergeltung zuteil werden. O Herr, strafe sie mit einem Fluch, so wie du es mir, mit Kain getan hast. Mögen sie und ihre Kinder und ihre Kindeskinder für das bezahlen, was in Blackstone geschehen ist. O Herr im Himmel, bringe ans Licht, was sie in der Dunkelheit getan haben. Okay. Oh, that's a fact. And they think it's a fact, but it's not a fact because I am here and I can see it. I can see them all. I can see, I
know what's going on, and they don't know it. They don't know it. They don't know it. I know. I know. I know. Dear Lord, I know that their mercy is divine. Dear Lord, you can take me. Okay. Dear Lord, dear Lord, I pray to thee. I pray to thee. Give me salvation. Oh Lord, what's the use? Time after time. Shit. Ah, Dreck. Lord, take their souls. Take their souls and may they burn in hell. May they burn in hell, Lord. Lord, okay, hier lang. Ey, yo, Spiel, speicher mal, wäre ganz nett. Alright. Soweit. So gut. Lord, take their souls. Take their souls and may they burn in hell. May they burn in hell, Lord. Lord, take their souls. Moment. Hier. Okay. I'm not safe here. I need to get out of this damned swamp. Dear Lord. Was? Ich konnte nicht mal lesen, yo! What have you seen? Tell me! Who killed those people? Who blew up the mine? What is my family secret? Tell me! It wasn't Old Hyde. The detective was wrong. It was him who killed the devil himself. Wherever there's violence and tragedy, there's you. Wait! Stop! You hear me? Who are you, for God's sake? Hmm. If it wasn't my father, then who? And why did he do it? Who is he? Why did he kidnap and murder? What does it have to do with me and my family? Whoever hides behind that mask, this time I can't let him get away. Let's go. Weiter, Junge. Das Boot ist zwar voll mit Wasser, aber hey, wird schon klappen. Sieht auf jeden Fall stabil aus. Es sieht auf jeden Fall stabil aus. Hallo Kleinstadt. Sorry, ich war gerade eben so vertieft in die Erzählung der Geschichte. Kapitel 11. Ich bin auf dem Grund eines verdammten Brunnens neben einer Leiche aufgewacht. Ich habe dem Tod ins Auge gesehen. Darüber hinaus habe ich einige beunruhigende Beweise dafür gefunden, dass ich mit Nicholas Hyde verwandt bin. Ich fand sie im Auto eines Sheriffs, den Emma gerufen hatte. Ich habe genug von all diesen Mysterien und verdammten Psychospielchen. Ich muss es jetzt endlich schaffen, Fakten von Fantasien zu trennen. No, fuck, don't do this to me now! Stop! What? 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 Was ist hier? Was ist hier? Was ist das hier? Müll. Kann ich hier nicht einfach rausschwimmen? Okay. Ich
kann es nicht greifen. Ich schwimme die ganze Zeit. Oh Gott, ist das ätzend. Ich brauche die Knarre da hinten noch. Warum sind hier so viele Leichenteile? Gibt's ja nicht. Was ist das hier alles? Ist das meine Frau? Wenn du Brüste siehst, ist es meine Frau. Son of a bitch! I never thought he would do something like that. It's not just the keys and the messages. He wants to get rid of me. Emma, she stayed at home and he's there with her. Okay. Wo bin ich jetzt eigentlich? In irgendeinem Steinbruch mit einem Fluss? The house, Emma. Just a little more. I can do it. I have to. Ich glaube, Emma ist tot, Junge. Ich glaube, du hast sie getötet, Kumpel. Plötzlich Minecraft irgendwie, ne? What's going on? Where is it coming from? Okay, das Haus ist da hinten. What? Alles vermischt sich jetzt. Auch die Zeit vermischt sich. Emma? Emma, you here? Alles wiederholt sich immer und immer wieder, ha? Huh? Vibe? Fuck, I can't believe it. I'm too late. He's taken her. You had to fight him. I left you at the mercy of that motherfucker. Emma, I should have been here. I should have protected you. Oh no. Medaillon mit Fotos von Adam und Emma. Emma kämpfte gegen ihn an. Aber er war zu stark für sie. Oh, guck mal, wie süß. Und jetzt? Vielleicht da hoch? Kann ich da hoch? Nee, ne? Ne. Finde Emma. Ah, da drüben ist noch was. Nee. Okay, gehen wir mal hier hin. Emma, Darling. Emma. Oh, hier ist Blut. Where did he drag her? Our basement. Why? Oh. They went this way. He knows this house better than I do. Die Wand war hier noch zu. Oh nein, das wäre die Statue aus. Hä? Ja, hier. Stirbt Statue von Madison, du Drecksding. Ich kann dich nicht leiden. Kapitel 12 soll ein sehr kurzes Kapitel. Ich kann mir einfach keinen Reim darauf machen. Wenn der maskierte Mann nicht mein Vater ist, sondern dessen Mörder, wer ist er dann? Wer hat all diese Menschen so viel Leid zugefügt? Also mein Vater, ein weiteres Kind, einen Bastard, den er vor der Welt versteckt hielt? Es ist an der Zeit, ihm endlich die Maske vom Gesicht zu reißen.
Who are you? You won't deceive me anymore. We end this today. Folge dem maskierten Mann. Führt mich ans Ziel. Boah, ganz schön hügelig, ne? Woll, guten Abend. Alright. It's a long way to the top, wie man so schön sagt. Hä, hey, sind wir hier wieder beim Gasthof, oder? Ja, das Wirtshaus. Wir haben ja gesehen, als wir das letzte Mal dort waren. Maniacs LP, Dankeschön für den Prime Sub. What? How is that possible? What's happening to me? Wir haben ja gesehen, als wir das letzte Mal dort waren, dass im Wirtshaus sich auch alles irgendwie so verändert hat. Piratenkodex, du kannst ihn nur anhören, wenn du sie aktivierst. Judge Norton, why am I seeing him again? Poor old scoundrel. I never wished you well, Norton. But this... It was him, Jacob. It was him. Who? In the mine. That was also him. I'll get you out of here. And you'll tell me everything. Hold on. This way, quickly. Alter, guckt euch mal sein Bein an. Uff, der wurde ja hart gefoltert. Denugma, dankeschön. Asmodius, dankeschön. Und Limbus, 18 Monate. Dankeschön. I told you time and time again, you snot, you can't come in here. This is a job for grown men. They go deep underground, drilling and sweating away in the dark to extract the ore from the earth. You only get in their way. What? Why does it all come back to me? I must get out of here. Nein, meine Minecraft-Spitzhacke, die brauche ich doch. Wie komme ich denn da ran? Wie komme ich nur an meine Hacke? Oh nein, es ist wieder irgend so ein Labyrinth. Bin ich erneut in einem Labyrinth verschollen? What the fuck, da geht's runter. Okay, was ist das für ein Hexenwerk? Ah! What? Was? Alles ist upside down. Wenn ich jetzt hier durchgehe, was haben wir dann? Immer noch. Ich sag nicht, ich muss in das Loch einspringen. Okay. Und jetzt wohin? Huh. Nein. Oh oh. Limbus, bist du wieder hier, weil du nicht schlafen kannst.
Ich nehme den Weg. Auch nicht. Ach, hier kann ich auch Bretter aufreißen. Na komm. Greif die doch. Ah, jetzt. Komm schon! Oh, ich werde noch wahnsinnig mit dieser Bewegungsmechanik. Ich häng wieder. Ja, endlich. Ich peitsche die Maus durch die Gegend. Na, hier ist ja noch was los, ja klar. Hauptfeldwebel. Ja klar, ja sicher, nee. Ich war nur da, um deine Bits zu. Do you really want to sit in the dark? Do you like breaking rules? Forgive me, Father. It won't happen again. Where to now? Up. Okay, mein Vater war also 100% ein Monster, so oder so. Ein Zeitungsausschnitt. Im Keller des Hauses von Jacob Hyde wurde eine Folterkammer entdeckt, in der unter Umständen nicht nur Norton, sondern auch viele andere vermisste Personen festgehalten wurden, die in den letzten Jahren in der Umgebung von Blackstone verschwanden. In einer weiteren Kammer wurde der Sohn des Beschuldigten Nicholas Hyde gefunden. Aufgrund seiner psychischen Verfassung konnte er jedoch nicht vernommen werden. Hydes Sohn, der keinerlei Kontakt zur Außenwelt hatte und sehr wahrscheinlich traumatisiert ist, wurde unverzüglich in eine psychiatrische Klinik in Providence überführt. Der Sheriff äußerte seine Hoffnung, dass der junge Mann nach seiner Genesung in der Lage sein wird, ihm mitzuteilen, an welchem Ort sich der Vater vor der Justiz versteckte. Hm. Schaffe der Zugang zum Zimmer. Alright. Please, I'll go crazy if you don't let me out. I'm sorry. Don't be sorry, Nicholas. He will be sorry. What? Who's there? We have to help each other. The whole world is against people like us. It's all my fault. No, it's not. It's their fault. And they will pay. Your old man and the others. No, no, no. We cannot think that way. We can do anything. Ever since he said you ruined his life, since he started to lock you up in here. I deserved it. He cheated on her. Did you know? And he didn't want her to have you. The most respected son of a bitch in Blackstone. Stop it! You're confusing me! It's time for revenge. First, I will fuck up the mine. What do you say? I know where the old man keeps the dynamite boxes. This way. This is my chance. Was? Okay, ich soll hier lang. Wow. Ich muss der Lunte auf jeden Fall folgen. Haben wir es geschafft? Was nun? Ah! What? You fucking brat! Father, I didn't do it! Stay away from my inn, Nicholas! Don't scare off the guests! Don't steal from the rooms! But I've never, I swear to God! How dare you take his name in vain! You have no God in your heart, you damned little shit! Said a hustler with a heart of shit. It's not just things disappearing in this inn, but the guests too. You were supposed to help me, not get me in trouble! People are trouble. You will see that when you finally open your eyes. No, it's time for me to open fire. Ah!
Oh shit. Ich war Jekyll and Hyde mäßig. You knew you couldn't escape, buddy. Father? How is this possible? Messer in den Eiern. Wie er gemacht hat. Blew up the mine. Murdered all those people. John was right. Don't come any closer. Stay away. Oh no. What? Ach so. Komm. Nicky Boy. Du kranker Psycho. Wo lang? Hier lang. Oh, snap. Whoa, 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 whoa. Holy crap. Also mein Daddy ist ganz schön wütend, huh? Aber was lernen wir daraus? Er hat das Monster erschaffen. Let's go. Kapitel 13. Mein Vater. Er hat versucht, mich zu ermorden. Obwohl er bereits tot ist? Ich weiß, wie ich das anhört, doch ich habe nicht den Verstand verloren. Es hat sich wirklich so zugetragen. Der Gasthof... Die Flammen, mein Vater. Ich habe mich wieder wie ein Kind gefühlt, dessen Seele wieder und wieder in tausend Stücke zerrissen wird, nur um sie danach zusammenzuflicken. Eine endlose Quälerei. So fühlte ich mich nur, wenn er in meiner Nähe war. Ich bin mir also sicher. Es war mein Vater. Ich befinde mich jetzt im Keller. Ich konnte ihm entfliehen und halte mich nun hier versteckt. Doch es gibt keinen Weg hinaus. Oder vielleicht doch? Durch die Wand dringen Geräusche an mein Ohr. Is this really happening? What's going on? Where's that voice coming from? Okay, die Verbindung noch in die Gegenwart. Die müssen wir jetzt noch ziehen. Alter, was ist das für ein Keller? Happening right now? Adam! Adam! Emma! Emma, you here? Emma? I must have lost my mind. Is it real? Or is it just my imagination? I'm hearing things that don't exist. Doug Helmsy, dankeschön.
Guck mal, hier alles vermischt sich, ne? Mal halte ich die Lampe, mal die Leuchte. It's just like... There's no coming back. Ruben Roman, dankeschön. Die Familientaube. Na dann. It's over. You can't get away. Hear me. You're not going to get away with it. I know what you did. I followed the trail of your crimes. I've been to all the places you've spilled blood. There's just one thing that remains a mystery. Why? That's beyond my grasp. So many people have died. Speak up. Tell me. Why? The question is, why did you do it? He hurt you, I know. And I opened your eyes, and then you saw... Your father's reflection. In every human being, a world full of beasts in human disguises. No one was innocent. Evil was eating at their consciences like a cancer. And who do you think you are to decide if they deserve to die? They certainly didn't deserve to live. They? Just think about it. Your father's partner, that old crook, desperate to get rid of us. The detective, a vulture feeding on the tragedy of commoners. Maria, a miner's widow and a vicious bigot who wished everyone all the worst. And last but not least, the judge, a grafter and a regular scoundrel. I've seen worse. Right. Your father, a true role model for that small community. I know they were not good people, but what you did to them... I protected us, don't you see? I saved your life. Or maybe you're just a bloodthirsty sadist who looks for guilt in others in order to blot out your own. You know where you would be if it wasn't for me? In that fucking darkness. The old man would be pissing on your grave, and all of fucking Blackstone would still be full of human vermin. Maybe. But that's not an excuse. I don't need one. The choice is simple. You let the vermin spread, and they will take over the world, or you wipe them out, protecting the righteous few. They will call you a lunatic. So what? There must be another way. Like what? You'll wash your hands of it all? You'll hide from humanity in a fucking cave? You'll fall back into madness like the last time? You'll tell the doctors you don't remember anything? Really? If you get rid of me, they'll squash you like a bug. You think you can just snap your fingers and I'll be gone? Okay. Wahre Natur akzeptieren? Das Böse in dir verleugnen. Was nehme ich denn, Chat? Was würdet ihr nehmen? Einfach böse sein, oder? Also die wahre Natur akzeptieren wäre böse und das Böse leugnen wäre gut. Also wenn ich es verleugnen würde. Nein, das hier wäre das Böse, glaube ich. Akzeptanz ist, ich nehme die Machete, komm. You will be gone because you depend on me. Your actions were treacherous. You ruined my life and I can't change that. So you'll become another victim. Hopefully the last one. Ah!
How are we doing today? What happened? Why am I in a hospital? Every day, the same question. Which is reason enough to keep you here, isn't it? Not to mention all the rest. My wife, Emma, she... We're talking about you. Please, focus. Emma and I, we're expecting a baby. And some people are trying to... So far, your theories have not been confirmed. Theories? What theories? Concerning what happened in Blackstone, what happened to your wife, and what they have done. But I was there! They took photos of us, planted bugs. I've been asking you for months, but I'll ask you one more time. Who are they? Am I one of them? Months! Did they tell you to brainwash me? They! Soviets, Ruskies, Commies, call them whatever you fucking want. There's a fucking war going on. Who in the service has talked to you? Maybe we could... Wait a minute. Who pays you, motherfucker? GRU? KGB? Maybe this will refresh your memory. I've talked to David. We've got Soviet agents in our ranks. Anyone could be a spy, even a close friend or a family member. So? Shh. Maybe all that she told me was a lie. KGB called those women sparrows. They seduced Americans in order to relay information to the Soviet intelligence. Was I really so blinded by love? She won't admit it, but she won't fool me anymore. I'll do what I have to do. You forged a recording! What have you done to my wife? Tell me, you phony! Who are you really? It's not you asking these questions, it's your illness. Your persecutory delusions make you question everything around you. Try to calm down and answer for yourself. Who are you? Adam or Nicholas, like you said the last time? Who am I talking to right now? Are you crazy? I know I had KGB on my heels. I've destroyed your relays. This isn't a fucking hospital. You want to get hold of the information I've got. That's all you care about. Nurse, the patient's condition's got worse again. Let's apply 400 volts. Ui, ui, ui. Ich bin krank. Emma war ein Spion. Ich glaube, ich nehme den wahren Weg. Ich bin krank. Krank! Emma was innocent. And I thought she worked for the Soviets. I killed my wife. I killed her. Ah, finally we're making progress, Adam. Tell me everything once again, from the beginning. About your work and, Adam? Adam is gone. What? Okay, das könnte Lizenzmusik sein. Nein, Lizenzmusik. Nein. Bu, Lizenzmusik, geh. Kann ich mir nicht leisten. Weiche Lizenzmusik, weiche! Adam ist weg. Adam is gone. Ich hab was in der Hose für dich. Ja, greif doch einfach in die Tasche und schau, was es ist. This war is over.
but there will be others. Nein, es gibt keine Kapitelauswahl. Da müsst ihr das andere Ende auf YouTube gucken. Ich kann es leider nicht einfach so erspielen. Ich muss das ganze Spiel nochmal durchspielen, das ist mir zu krass. Aber ja, es war großartig. Ich fand es richtig gut. Also mir hat es richtig gut gefallen. Ich fand es top. Hat Spaß gemacht. Hat richtig Spaß gemacht. Leute, lasst eine Bewertung da. Das nächste Projekt wird... ich glaube, sehr verstörend. Das nächste Projekt wird sehr, sehr verstörend. Das war's mit The Beast Inside. Das andere Ende könnt ihr definitiv auf YouTube gucken. Aber es hat mir sehr gut gefallen. Grafisch okay. Es ist halt ein Indie-Game, Leute. Ne? Nicht vergessen, dahinter sitzt kein Big Studio, kein Sony, kein EA, kein Ubisoft und auch kein Square Enix oder kleinere, größere Publisher wie Paradox oder... Ja, zum Beispiel, was gibt's denn da noch? Koch Media oder THQ Nordic, die jetzt nicht so big sind wie ein EA, Ubisoft und so weiter und so fort. Also es ist ein kleines Ding gewesen. Aber ein cooles kleines Ding. Perfekt so für Sommerloch als kleiner Snack. Hatte auch alles drin irgendwie so, ne? Es war ein großes, umfangreiches Spiel. Da zockst du schon deine 6-7 Stunden mit. Kann man machen. Kann man definitiv machen. So, das war's. Danke fürs Zusehen, auf Wiedersehen und